Data Heavens from Heaven Code to Today, also. Und zunächst zum Sprecher selbst. Der Sprecher hat ein Kommunikationsunternehmen in Irak und Afghanistan erschaffen. Er hat ein Data Haven, also Datenhafen im Atlantik gebaut. Ich bin sehr stolz, dass er hier ist. Bitte gebt einen warmen und welcoming Applaus an Ryan Heckley. Vielen Dank für die Einführung. Es ist schön, hier zu sein. CCC ist meine Lieblingskonferenz. Der erste Tag ist schon sehr aufregend. Ich spreche über Datenhafen. Ein kurzer Überblick, wer ich bin, was ein Datenhafen ist, wo ich herkomme, warum du das brauchen könntest, warum wir versagt haben. Und ich finde es auch toll, dass wir einen Conference-Track haben, wo man darüber spricht, was schiefgegangen ist. Denn die andere einzige Art und Weise zu lernen, ist es, Fehler zu machen. Und deswegen sollte man halt aus den Fehlern lernen und sie nicht wieder und wieder und wieder machen. Nur ein Hintergrund. Ich war schon lange in Kryptographie und elektronischem Geld seit den frühen 90ern interessiert. Ich habe den Offshore Data Hafen in 2000 mit ein paar Freunden gegründet. Ich war in Kriegsgebieten in Irak und Afghanistan von 2003 bis 2010. Ich habe mich auch mit Trusted Computing beschäftigt und ich arbeite momentan bei Cloudflare. Also, was ist ein Datenhafen? Wir sprechen über die Wikipedia-Definition, die sozusagen die kanonische Definition ist. Ein Datenhafen ist ein Rückzugsort für uneingeschränkt und unbeeinflusst und Speicher für Daten, sodass er nicht durch Naturkatastrophen oder andere Attacken beeinträchtigt werden kann. Und es gibt natürlich verschiedene Regularien in verschiedenen Orten. Und wenn man jetzt einen Ort wählen will, wo man seine Daten ablegt, muss man natürlich überlegen, okay, mach es lieber da oder lieber da. Und ein Datenhafen kann sowohl ein physikalischer oder ein softwarebasierter Datenhafen mithilfe von Kryptographie oder eine Kombination von beiden Sachen sein. Der Ursprung von Datenhäfen ist aus Büchern und Geschichten vorhergesagt, von vielen Nachdenkern vorhergesagte Art des Speicherortes. In anderen Strukturen gibt es auch Analogien dafür. Und auch vor Heaven Co. gab es schon Datenhäfen-Operationen in kleinerem Skalierung. So, was gab es denn in Büchern und Geschichten? Da haben wir einige Bücher. Es wird immer genauer, auch wenn wir weiter runtergehen, diese Liste. Also da haben wir, zuerst wurden das so ein bisschen nebenher erwähnt. Dann gab es das gute Buch Island in the Net von Bruce Sterling, das auch wirklich mehrere Datenhäfen auf jeden Fall und wie sie auch funktionieren erwähnt. Cryptonomicon von Neil Stephenson, das hat eine sehr interessante Geschichte von Heaven Core. Der Autor hat es 1998 gestartet zu schreiben und es lief dann eben komplett parallel mit Heaven Core und mit ganz vielen Parallelen, auch wie zum Beispiel Namen und Faktoren und so, die sehr ähnlich waren mit Heaven Core. Also war es wohl einfach der richtige Ort und die richtige Zeit. Und dann schließlich Damon Freeman von Daniel Strauss, meine Lieblings-Science-Fiction-Bücher, die tatsächlich die Idee von Software, die nicht abgeschossen werden kann, referenzieren. Und das ist schon sehr interessant. Aber heutzutage sind Datenhäfen einfach ein Konzept, das in der Fiktion und Geschichten sehr, sehr oft benutzt wird. Andere Analogien außerhalb der Datenprozesse, also zum Beispiel Freihandelszonen, zum Beispiel US und Europa. Wir haben ein Land, das hat eine bestimmte Menge an Gesetzen. Und dann haben wir noch, dann haben wir die Idee, dass praktisch andere Firmen dann eben sich an diese. Es gibt auch noch das Konzept von Offshore Banking, so dass man zum Beispiel ein theoretisches Schweizer Bankkonto hat,
so dass man sein Geld dorthin transferiert und oder dass man in einem Land arbeitet oder lebt, wo das Geld, wo die Regierung einen unterdrückt und die Sachen beschlagnahmt. Und auch Firmen wie Apple transferieren viel Geld in andere Zonen. Und Schiffe sind, und Anmerkung des Übersetzers, er redet wirklich verdammt schnell. Okay, also weiter. Und es gibt natürlich noch Glücksspielcenter wie Monaco und Las Vegas. Und es gab einige Datenhäfen vor Haven.co. In den frühen 90ern. Es gab gut verteidigte Server. Es gab eine Firma namens Offshore Information Services, die einmal, die von einer der Top-Köpfe der Cyberpunk-Gesellschaft geführt wurde. Und okay, Anmerkung des Übersetzers, er erzählt jetzt etwas über seine persönliche Beziehung zu dem Gründer von Offshore Information Services. Und es ging... Willst du? Da gab es noch die dunkle Zeit der 90er, in die wir auch zurückkehren jetzt, in der Krypto-Software auch nicht mehr exportiert worden durfte und man durfte sie auch nicht Fremden geben. Und wenn man außerhalb der USA Kryptographie betreiben wollte, dann war es echt schwierig. Und in die Richtung gehen wir jetzt auch leider gerade. Und dafür musste man eben außerhalb der USA und auch man durfte auch kein US-Bürger sein. Dann gibt es noch das System, das Ross Anderson aus Cambridge hatte, Eternity. Zwei von diesen Leuten waren auf der sogenannten Satoshi-Liste und auch von der habe ich auch eine Version gemacht. Das waren Software-Systeme, die eben sehr nah am Ende waren. Und dann war eben noch das Konzept des... Und es gab große Datencenter, wo eine Menge Geld ausgegeben wurde. Die Idee dahinter war, dass diese Datenzentren gegen alle Unheile und Unfälle geschützt sind. Und auch Zensurschutz ist natürlich das Erste, woran man denkt, wenn man an Datenhäfen denkt. Aber ein wichtiger Faktor ist eben Unsicherheit. Und man weiß halt nicht, was passieren kann. Und wenn man auch solche Dinge nimmt, wie Bitcoin, wo einfach noch nicht klar ist, was ist jetzt der legale Status davon, dann ist das auch einfach ein Unsicherheitsfaktor. Und es gibt einfach eine ganze Menge Sachen, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel, Glücksspiel in der US ist ein großes Problem und der Schutz der Casino-Industrie, also es gibt da kein bestimmtes keinen moralischen Aspekt, der klar ist. Und dann gibt es diesen Ort namens Sealand. Aus dem Zweiten Weltkrieg ein Anti-Luftschutz-Festung in der Nordsee. Und es klingt schon ziemlich verrückt, wenn man nur das hört so. Also während dem Zweiten Weltkrieg hatten die Briten ein Problem mit den deutschen Bombern und hatten sich gedacht, sie wollten sie über der Nordsee schon abfangen und dann haben sie diese fliegenden... Und es waren verankerte Plattformen und diese wurden halt nach dem Krieg übrig gelassen. Und es gab natürlich einige interessante juristische Fälle, was jetzt mit diesen Inseln passieren sollte. Und dann haben sie auch, dann gab es natürlich Probleme mit Piratenradioschiffen. Und soviel ich weiß, gab es niemals von Sealand Piratenradio, aber in internationalen Gewässern ist es halt schwierig zu sagen, was legal ist oder was machbar und nicht machbar ist.
Also unter der technischen Definition, ist es eigentlich jetzt ein eigenständiges Land? Und eigentlich hat sich niemand dafür interessiert, weil es war einfach nur eine britische Familie, die keine besonderen Probleme erzeugt hat. Und es war einfach nur eine Besonderheit. Und dann kamen wir und es gab diese Menge an Leuten, die schon miteinander Geschäfte gemacht hatten. Und sie hatten sich gedacht, oh, Sealand wäre doch super für einen Datenhafen. Wir haben schon immer Krypto gemacht und eCash-Software und wir waren schon in Anguilla ungefähr ein Jahr voneinander entfernt und haben von dort schon zusammen gearbeitet. Dann gab es noch Samir Parekh, der schon der erste SSL-lizenzierte Verkäufer war im Internet. Und das war sehr natürlich hilfreich. Wir hatten also sehr viel Erfahrung mit Anguilla, ein kleines Land in der Karibik mit ungefähr 7000 Einwohnern. Und wir hatten nicht wirklich gute Gesetze für Datenhäfen, aber wir sind einfach dorthin gezogen, weil es einfach ein schöner Ort zu leben, wenn man karibische Inseln mag, auch wenn es kein gutes Internet gab und keine guten Gesetze und eher so ein bisschen shady war. Aber wir waren nur zufällig, waren wir eben dort. Und also eine weitere Sache, die passiert ist, die eher langweilig war, und der Ort war natürlich nicht sonderlich interessant. Ich mag lieber Orte mit schnellem Internet. Und die Gesetzgebung war halt unklar. Wir haben verschiedene Länder angeschaut, wo wir hingehen könnten. Wir haben Seeland verlassen. Wir haben das Haus gemietet von einem Freund eines regierungsnahen Menschen gemietet und es ist im Prinzip genauso, was man halt von einem kleinen Land wie Sealand erwartet. Wir waren dann in Florida und Kalifornien und haben dann versucht zu überlegen, was wir als nächstes machen sollen. Wir brauchen eine bessere Lösung und wir brauchen natürlich Geld, um das Ganze so auszubauen, dass es alle Anforderungen erfüllt. Und wir haben über uns existierende Länder und Freihandelszonen angeschaut, Orte wie Seeland, die im rechtlichen Sinne interessante Orte waren. Und es gab auch eine Publikation, die unter anderem aus Seeland erwähnt hatte. Und wir haben dann darüber erfahren, dass es auch Schiffe gibt, die Gifte transportieren. Und wir haben dann die Server mit auf diese Schiffe gelagert. Aber naja, eigentlich war das der Plan und das haben wir zum Glück nicht gemacht. Wir haben diesen Ordner in Sealand gefunden, haben diesen Typen eine E-Mail geschrieben und da gab es diese Familie, die da eben zum Teil auf dieser Insel gelebt hat und die hatten da eben ein Fishing-Business von der Küste auch und deswegen war es eigentlich total zerfallen schon, das war schon einiges vom Zweiten Weltkrieg noch über, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das einfach eingestellt, es waren also keine sinnvollen echten Waffen drauf, aber es waren Werkzeuge und so weiter, ungefähr 5.000 bis 10.000 Quadratfuß. Alle Räume sahen ungefähr so aus wie auf diesem Foto. Das heißt, das war eigentlich sogar einer der besser ausgestatteten. Und sie hatten Gewehre, aber die praktisch komplett durchgerostet waren. Und die mussten wir auf jeden Fall abschneiden und über Bord werfen. Und das ist das Layout von dem ganzen der Plattform. Und eine Superstruktur. Es gab mal 300 Leute auf diesem auf dieser Station. Das Größte, was wir immer hatten, waren 20, aber gewöhnlich waren es einfach nur 2. Und es war alles, was man befürchtet, was man als 5 oder 6 Jahre alte, zurückgelassene, nicht weiter gepflegte Seestruktur eben ist. Und es war in britischem Stil dekoriert. Und da ist es.
Sie hatten das, das Gesetz geändert mit den internationalen Gewässern. Und das waren mal 3 Meilen, aber sie haben es dann auf 12 geändert, nachdem Sealand sich als eigenständiges Land deklariert hatte. Das heißt, wahrscheinlich ist es okay, aber es war dann doch relativ unsicher. Und da sieht man die Stadt Felixstowe. Da hatten wir ein 6-stöckiges Gebäude. Dafür hatten wir dann unsere Verbindung. Und damit hatten wir ein Point-to-Point-WLAN-Verbindung. Und es gab dann verschiedene Stufen, die wir durchgegangen sind, und es gab dann einige verrückte rechtliche Dinge, aber nicht so viel physikalische Probleme. Wir haben viele physikalische Dinge getan. Ich war so 19 Jahre alt, das war während der ersten Dotcom-Boom, und es war halt. Und die Technologie war halt noch nicht so da, wo sie sein sollte. Genau, das ist ein altes Foto von der Struktur. So sah das am Anfang aus, bevor wir ein bisschen aufgeräumt haben. Das ist schon sehr, sehr bare, einfach sehr, sehr leer alles und so. Und hier rauskommen war ein bisschen schwierig, weil wir hatten diese starren, aufblasbaren Boote, um da rauszukommen. Und das ganze Boot wurde dann mit einem Kran nach oben gezogen, was sehr spannend war. Und ich habe Dry Cases für meinen Computer benutzt. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, wenn man dann einen Computer hat, der kein Backup hat und den erstmal auseinanderbauen muss und alles Salzwasser wieder entfernen muss durch deionisiertes Wasser, weil die Keys nur da drauf sind. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Das ist von unten und es ist halt nicht so groß. Helikopter sind halt also es ist halt teuer zu reisen zu der Insel, und wenn wir es gemacht haben, haben wir halt eher die kleinen Boote genommen, weil es kostengünstiger ist. In einigen Fällen hat man sich halt abgeseilt und wir haben manchmal auch Ballast verwendet, was das Ganze eigentlich noch viel gefährlicher gemacht hat beim Absteigen. Der interessante Teil ist tatsächlich die Datenverbindung. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Es ist ziemlich klein eigentlich, sondern nur so 1 Meter Schüssel. Du kriegst vielleicht 2 Megabyte runter und 1/4 Megabyte wieder oben. Und das war natürlich auch noch geteilt über verschiedene Netzwerke. Das Interessante daran ist, ich habe noch nie ein Satellitennetzwerk vorher aufgesetzt. Und es gibt diese ganze Polarisationswinkelgeschichte, wo man horizontale und vertikale Polarisation von Signalen hat. Und die andere Polarisation war tatsächlich die Kreditkartenabrechnungsserver für alle Tankstellen in Europa. Und ich habe es nicht richtig eingestellt. Das heißt, ich habe tatsächlich alle Kreditkartenabrechnungen in Europa für 10 Minuten geblockt. Das ist ein bisschen scary eigentlich. Und das war auf jeden Fall unser Backup. Und das ging zu diesem Satelliten im geostationären Orbit. Und du hast einiges an Latenz da drin. Das ist nicht so gut für die Kommunikation. Und dann ganz oben hatten wir leider keine guten Fotos. Also ich habe nicht so viele Fotos gemacht, wie ich gemacht hätte. Da gab es dann eine WLAN-Verbindung und einige Kabel, und es war alles sehr zusammengehackt. Und wir haben es später mit $3000 Gerät ersetzt, was eigentlich nicht so gut funktioniert hat wie unsere Hex-Lösung. Wir hatten halt FreeBSD-Boxen an der Küste laufen, die und ich habe alles auf Zebra und FreeBSD Geräten, Rechnern laufen lassen. Und wir hatten halt nicht genügend Redundanz und Strom, um alles zu betreiben. Und einige Male habe ich halt ein Upgrade gemacht, und dann kam die Maschine nicht wieder online, und das war halt alles. Aber man kann es halt zum Laufen bringen mit ziemlich seltsamen Zeugen. Man kann es halt heutzutage auch einfach mit dem Handy erledigen. Die Art und Weise, wie wir das Netzwerk aufgebaut haben, war halt, dass wir eine Transportverbindung hatten zwischen uns und dem London Exchange-Punkt. Wir haben eine Menge Filterung gemacht und haben es dann wieder zurückgesendet. Und diese Verbindungen waren halt sehr schwierig zu ersetzen. Also wir sind dann gestartet mit unserer Firma.
Wir waren tatsächlich auf der Frontpage von Wired. Und Wired hat tatsächlich 4 Monate Wartezeit bis zur Veröffentlichung. Das heißt, wir mussten Wired dann davon vorher erzählen, bevor wir bereit waren. Und wir waren gar nicht bereit. Und wir hatten also sehr viel spekuliert. Und also das Dümmste war wahrscheinlich, dass wir Leuten erzählt haben, dass unser Datensystem mit Nitrogen, also mit Wasserstoff, mit Stickstoff gefüllt war. Aber wir haben auf jeden Fall viel, viel Presse gekriegt. Und all diese Presse zu benutzen, ganz oben, war... Das haben wir benutzt, um einen zweiten Datenhafen aufzusetzen, weil wir uns gedacht haben, wenn das erste Mal ist schwierig, aber den zweiten, das wird dann einfacher und dann kann man den als Backup benutzen. Und deswegen war dann das Ziel, Hongkong oder sowas wie als zweites Datenzentrum zu benutzen, weil wenn man dann erstmal 2 hat, dann kann man auch C haben. Und das war auf jeden Fall ein guter Plan, aber das haben wir auf jeden Fall nie geschafft. Wir haben ungefähr 300 Presseartikel bekommen, weil das die Höhe der Dotcom-Booms war. Und wir hatten auch, wir waren aber dann sehr, sehr unorganisiert. Wir hatten also diese E-Mail-Adresse und dann hat die aber niemand beantwortet, weil wir ständig uns gestritten hatten über irgendwelche technischen Details und das war nicht so gut. Und das hier ist, das bin ich und Michael Bates, der damals der Sohn des Prinzes von Sealand war. Und das hier sind mehr Beispiele für nette technische Ausstattung. Press. So, wie man vielleicht erwarten kann bei diesem Talk, es ist dann irgendwann abgestürzt. Die Dotcom-Blase ist geplatzt. Weiß nicht, wie viele Leute sich da an die Details erinnern, aber das waren mehrere Sachen, die hintereinander passiert haben, sind. Also es war schon schwer in 2000 und dann 2001 ist es noch schlimmer geworden. Es war ganz viele verschiedene Sachen, die zusammengebrochen haben. Was ich mich daran erinnern kann, waren Nortel-Aktien. Wenn man in Kanada Bier gekauft hatte und sich dann praktisch das Pfand behalten hatte, dann hatte man mehr Geld, als hätte man für das Geld Nortel-Aktien gekauft. Also uns ist das Geld ausgegangen. Wir haben uns gedacht, wir haben jeden Tag 50 Gallonen Fässer Diesel verbraucht. Wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, von dritten Parteien noch Geld einzutreiben, also haben wir praktisch das Ding refinanziert und wir hatten dann gedacht, ja, wir können das wieder zurückkaufen auf jeden Fall und wenn wir nur ein paar Millionen Dollar haben, aber 1998 war das auch so, aber 2001 war das eben nicht mehr so. Also haben wir stattdessen die königliche Familie von Sealand mit eingebracht und die hatten das Ding ja betrieben seit 1966 und es war also deren Hauptstolz und sie haben sich sie sind das ganz anders angegangen, weil wir haben praktisch uns gedacht, wir machen das richtig gut in einem Datencenter und die haben sich aber gedacht, nee, sie sind viel konservativer und dann ist uns also die Kohle ausgegangen. Also mein Kumpel Avi, einer der Investoren, der hat ungefähr 1 Million Dollar reingesteckt und jedes Mal, wenn ich nach Boston gekommen bin, hat er mir ein bisschen Bargeld gegeben, vielleicht 10.000 Dollar oder so. Und wir haben das gar nicht nachverfolgt, aber das hat er gemacht und wir haben gar nicht gezählt. So. Und das war, sollte man nicht machen, aber wir haben es einfach gemacht. Und wir hatten kein Geld mehr. Wir hatten halt 30.000, 40.000 pro Woche bezahlt und wir mussten dann halt Dinge wie das Hosting bezahlen. Wir hatten vielleicht 1.000 übrig jeden Monat. Und wir hatten dieses Essen übrig, was halt sehr lange da schon war. Und es gab da auch irgendwelches Fleisch von Argentina, was wirklich sehr ekelhaft war. Und soweit Server halt angeht, das sind die Server gewesen auf 533 Boxes. Und es gab halt diese Angst, dass wenn die Leute sehen würden, wie wenig wir eigentlich haben, dass die Leute uns gar nicht mehr finanziell unterstützen. Und das war halt wirklich der einzige Serverraum. Wir haben ein bisschen mehr bekommen später, aber das war es halt wirklich. Wir haben später noch eine EPS bekommen, aber das war es im Wesentlichen. Es war okay, aber trotzdem sehr klein damals. Wir hatten sehr aggressives Caching. Das ist ungefähr so voll, wie das Datenzentrum jemals war.
So, ich sitze hier im Datenzentrum. Die Räume sind ungefähr 6 Meter große Zylinder, also hast du ungefähr ein kreisrundes Schreibtisch außenrum. Und da habe ich die meiste meiner Zeit im IRC verbracht, weil was willst du auch machen auf einer kleinen Insel? Und apropos aggressives Caching, also wir haben dieses gesamte Modell, wo wir Sachen gehostet haben auf Sealand und dann hatten wir Sessions auf dem in London und so weiter und in New York und hatten dann praktisch die Verbindung zu Sealand. Und diese Boxen sind natürlich verlockend fürs Caching und nachdem ich gegangen bin, was nicht unbedingt freundlich war mit den anderen Betreibern, und da haben sie sich gedacht, wahrscheinlich ist es billiger, gar nichts auf Sealand zu haben und alles in diesen an diesen Orten zu hosten und niemandem zu sagen. Aber das war sehr, sehr, sehr auffällig, weil die Ping-Zeiten waren ungefähr nur noch null plötzlich. Und dann war ein riesiges Feuer, weil die Originalstruktur war ja nur aus Zement, aus Ferrozement, aber der neue Serverraum war aus Papier, Teerpapier, und dann nach 5 Jahren war da ein riesiges Feuer, und aber die Server waren plötzlich alle noch da, also ziemlich klar. Also mit den Versagen her war, also wir hatten viele Gründe, warum es versagt hat. Einige Gründe sind total bescheuert, und diese Gründe sind halt nicht so interessant. Es gibt genügend andere Sachen, die viel interessanter sind. Die Hauptgründe sind halt wirtschaftliche Dinge. Das Produkt selbst war halt nicht so großartig und wir waren auch nicht so das beste Team. Wir hatten alle nicht so viel Erfahrung und es ist wirklich lahm, den Markt dafür zu beschuldigen, aber die Dotcom ist halt geplatzt. Wir hatten sehr hohe Kosten, was 2000 super war, aber jedenfalls, zum einen war es teuer, weil wir auf dieser kleinen Plattform waren, und zum anderen konnten wir einfach nicht skalieren, weil wir kaufen 8 Mbit Internet und dann kostet jedes einzelne Megabit kostet richtig viel. Hätten wir stattdessen 55 Megabit gekauft, dann wäre praktisch pro Megabit der Kosten viel niedriger gewesen. Und dann war 1998 bis 2000 sind die Kosten für Akamai Server war ungefähr 2.000 bis 3.000 Dollar pro Megabit und die Übertragung nochmal extra. Und dann ist der Markt zusammengebrochen und dann die Leute haben einfach unter Wert verkauft und das ist natürlich nicht gut. Und plötzlich hat das Ding $10 gekostet und unsere Kosten waren $500. Also das war ein großes Problem. Ein weiteres ernsthaftes Problem war, dass wir einige Schlüsseltechnologien einfach nicht hatten und wir hatten auch keine Kohle, um das zu ändern. Und weil wir nur 8 Megabit hatten, mussten wir halt mit unserem Bandbreite sehr streng haushalten und ein Server pro Kunde ist halt eine echt verrückte Sache. Wir hatten halt keine Möglichkeit für die Kunden, dass sie ihre eigenen Kram managen konnten. Und man musste halt trotzdem die ganzen Geldgeschichten erledigen, weil es gab damals halt noch kein Bitcoin. Wenn man aber anonymes elektronisches Geld hatte, dann ist das alles nicht so einfach und naja. Und wir haben niemals wirklich einen sehr guten Anwendungszweck für das Ganze gehabt. Grundsätzlich war es so, dass die Sealand-Leute sehr traditionell waren. Die waren sehr, sehr risikounfreundlich. Und dann gab es mich noch. Ich war sehr bereit, Sachen weiterzubringen und weiterzubringen, weil ich konnte einfach weglaufen, wenn irgendwas nicht versucht. Und ich wollte einfach nur Erfolg haben. Es ist auch okay, mal zu versagen, wenn man nur einmal gewinnt, so sagen manche Venture Capitalists. Und das war mein Ziel. Und das ist nicht das, was man macht, wenn es dein eigenes Haus ist. Und dann hatten wir noch einige interne einfach. Das ist ziemlich langweilig, aber dieser Ort war 5.000 bis 10.000 Quadratfuß und das war okay am Anfang, aber als ich dann 6 Monate da drauf war, weil ich nicht die Kohle hatte, da runter zu gehen, dann habe ich wirklich auf dieser kleinen Plattform gelebt. Es gab nur eine einzige andere Person dort, das war ein 60-jähriger Brite, das war ein Sicherheitsmann.
Und ich habe mit ihm ausgemacht, dass wir praktisch unsere Schichten um 12 Stunden verschieben. Das heißt, wir haben uns praktisch nicht gesehen. Und das war psychologisch wahrscheinlich nicht so die beste Sache. Aber ich hatte IAC, das war ja immerhin gut. Und es gibt einige Gründe, die man halt erwartet, warum wir versagt haben. Aber es gibt auch noch andere Gründe für das Versagen. Und einige Sachen sind halt allgemein, andere Sachen sind nicht allgemein. Und legale bzw. juristische Dinge waren halt nicht unbedingt so das zentrale Problem. Meistens ist es halt eher das Zivilrecht, was Problem macht. Und wir hatten, wir haben uns halt dagegen entschieden, Kinderpornografie, Spam oder Hacking-Services anzubieten oder irgendwas anderes, was problematisch ist, anzubieten. Das war unsere Policy. Wir hatten auch den Vorteil, dass unsere Server halt so teuer waren, dass es sich finanziell eh nicht gelohnt hätte, damit File-Sharing zu machen. Und es gab damals keine Konkurrenz für Datenhäfen. Und niemand hatte auch niemand hat versucht, uns zu hacken. Wir hatten selber sehr wenig Infrastruktur und es war eher unwahrscheinlich, dass sie uns hacken wollten. Also es gab da nichts. Und es gab auch keine fundamentalen technischen Probleme. Und wir hatten halt unsere Bandbreite. Also Geld hätte jetzt nicht unbedingt so viel geholfen. Das sind die Sachen, über die ich, wo ich mich wirklich frage. Okay, gab es wirklich überhaupt Nachfrage nach einem Datenhafen? Ich glaube es schon, aber wir glauben es, wir wissen es nicht sicher. Gibt es überhaupt ein sinnvolles Produkt, das man da machen kann, das für das Leute auch bezahlen können? Also zum Beispiel, Leute würden bezahlen für einen Server, den man nie runterfahren kann, aber können sie dafür auch bezahlen? Dann gibt es noch die große Problem für die ganze Sache eigentlich. Also ein so ein Server kann man schon haben und denkt, der fliegt auch unter dem Radar. Aber wenn das Ganze dann groß wird, dann, bis man jetzt zum Beispiel LavaBit ist, dann hat man natürlich die ganze Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. Und es kommt halt darauf an, was mit einem passiert. Und natürlich ist es so, also das ist natürlich das gegensätzliche Modell, wo man eigentlich sagt, je größer man ist, desto erfolgreicher man ist. Aber bei solchen Geschichten ist es eher gefährlicher, groß zu werden. Und die andere Frage ist, wenn man das alles tun kann, sollte man es tatsächlich tun? Alles, man sollte halt nicht alles machen, was möglich ist. Und ich denke, freie Rede ist sehr wichtig, unter anderem auch für Data Havens. Was gibt es denn für andere Datenhäfen? Es gibt noch andere, zum Beispiel die folgenden. Die vorige Definition, da gibt es zum Beispiel ein konventionelles Datenzentrum, zum Beispiel wie die aufgeführten, ist eine Art Datenhäfe, weil deine Server verfügbar sind. Du bist immer noch den Gesetzen unterworfen, aber die schöne Sache ist, es gibt eben gute Gesetze in den US für manche Sachen und in Irland gibt es dann eben andere gute Gesetze für andere Sachen und du musst dir dann eben das auch aussuchen, wie das eben passt. Dann gibt es eine Firma, die heißt Der Bunker und dann gibt es noch andere, die das Gleiche machen, die eben entsprechende Bunker kaufen und die zu Datenzentren machen. Die sind in Ländern, die bestimmte Gesetze haben. Das heißt, man hat dann entweder englisches Gesetz oder schwedisches Gesetz oder so weiter. Aber diese nette Facilities, nette Datenzentren, die gutes, super gutes Netzwerk haben und dann muss man sich aber die Gesetze halten. Dann gibt es noch Bulletproof Hosts, so, zu denen muss ich übrigens noch was sagen. Die Antwort-URLs, die praktisch Leuten, die Leute benutzen, nur auf Spam zu antworten. Da gibt es eben, es gibt praktisch Hosts, die, okay, ich skippe das jetzt einfach mal. Bulletproof Hosts sind eben Firmen, die dafür sorgen, dass URLs ständig verfügbar sind, egal was passiert. Und es gibt eben Firmen und eben auch. Und das ist ein 2 Billionen Datenzentrum oder 2 Milliarden Datenzentrum, 2 Milliarden Dollar Datenzentrum. Das ist eine echt coole Einrichtung. Ich war dort leider noch nie, aber ich würde gerne dort eines Tages hingehen. Das ist Telehouse. Wahrscheinlich das erste große Internetzentrum in Europa. Und das ist der Bunker, der Cyberbunker, den ich vorher erwähnt habe. Was gibt es denn für Erfolge? Es gibt
Pillman Co. war nicht ein komplettes Versagen. Also wir haben ja ein bisschen was geschafft und wir haben ja diese Sachen auch populär gemacht, aber kommerziell war das definitiv kein Erfolg. Wir haben ungefähr eine Viertelmillion Dollar verloren, allein durch Kreditkarten, die wir dann nicht, Zahlungen, die wir nicht bekommen haben. Aber es gab auch erfolgreiche Erfolge, zum Beispiel Bitcoin. Also ist natürlich noch nicht keine abgeschlossene Geschichte, aber relativ erfolgreich. Die Piratenbucht Pirate Bay haben immer wieder ihre Server rumgedingst, aber hat funktioniert. BitTorrent hat ganz sehr gut funktioniert Sachen waren sehr verfügbar, aber kommerziell war es deswegen nicht kommerziell erfolgreich. WikiLeaks war sehr erfolgreich. Sie hatten ihre Versicherungsdatei. Das ist sehr gut. Die Silk Road, die Seidenstraße, war eigentlich schon technisch erfolgreich, bloß dass die, dass der Benutzeradministrator leider versagt hat. Und Tor war definitiv auch erfolgreich, wird aber nicht viel genutzt. Wir wollen halt nicht blind das Gleiche nochmal machen, sondern wir wollen halt voraussehen, was wir halt nicht machen dürfen. Man muss halt über den Anwendungsfall nachdenken, man muss über die Bedrohung nachdenken und die Gegner nachdenken, die man hat. Man muss über die Gesetze und die Politik denken. Wie kann man das anwenden? Du möchtest tatsächlich auf jeden Fall so wenig harte Dinge machen wie möglich. Also du willst praktisch einfach ganz viel von den einfachen Sachen machen. Du möchtest immer den Gegner dort treffen, den du kontrollieren könntest, würde ich schon zusagen. Mach die einfachen Sachen. Statische Daten, die sind sehr einfach, um einfach persistent zu haben und vor Zensur zu schützen. Das ist auch sehr, sehr einfach gegen fehlerhaftes Löschen zu schützen. Die coole Sache mit der Versicherungsdatei, die praktisch schnell die Verschlüsseldatei schnell jetzt und bald zu verschicken und dann den Key später zu verteilen, ist auf jeden Fall sehr schlau. Du hast ganz viele Probleme mit dem verteilten System, zum Beispiel Konsistenz, globale Logs und so weiter. Diese ganze Informatikgeschichte und Web-Application-Entwickler-Geschichte, und die sind sehr, sehr relevant in der Datenhafenwelt. Und dann gibt es noch die schwierigsten Sachen, nämlich du musst alles neu bauen, aber du musst es an diese alten synchronen Transaktionen anbinden. Bedrohung und Gegner, abhängig davon, wer jetzt die Gegner sind, es gibt verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Wenn man jetzt eine Regierung im Mittelnahen Osten hat oder im Mittleren Osten hat, dann sollte man halt die Server nach Deutschland oder in die Vereinigten Staaten packen, weil diese Länder halt nicht einem Diktator helfen wollen. Man kann natürlich auch die Datenzentren aufsplitten durch verschiedene Orte. Es ist halt auch immer schwierig für die Angreifer, dann verschiedene Server anzugreifen, die in verschiedenen Gesetzgebungen liegen. Und man kann halt auch entbehrliche Frontends verwenden, sodass man halt die Zugangspunkte so billig macht, dass man sie einfach replizieren kann, und wenn einige dann runtergenommen werden, kann man einfach neue erschaffen. Und Gesetze und Politiken, die ändern sich natürlich immer. Ich weiß viel mehr über Technologie als über Gesetze. Und in den 90ern war das Gesetz für die Internetsachen natürlich noch nicht so ausgereift. Und es gab viele Fälle, wo Anmerkung des Übersetzers, er spricht jetzt über Case Law und Core Law. Sealand war vor dieser ganzen Terrorismusgeschichte, und eines Tages bin ich zum Beispiel aufgewacht, und das war dann lokal. Bei mir war es zum Beispiel nachmittags um 3, und das war direkt nach den 11. September Angriffen. Und dann dachte ich mir, ich habe es auf dem Fernseher gesehen, und dachte ich mir, oh, das ist ja scheiße, und oh, verdammt, die machen uns alle Chancen zu, jeglichen Datenhafen zu machen. Und dann habe ich einen anonymen Zwischenserver aufgesetzt und habe dann aber versucht, da dagegen zu wirken. Aber es war ziemlich klar, dass Terrorismus als Waffe benutzt wird oder Terrorismus als Argument benutzt wird, um solche Sachen dicht zu machen, auch wenn sie gar nicht damit zu tun haben. Und früher hatten wir halt eben Kinderpornografie oder Geldwäsche, und heute haben wir eben Terrorismus.
So we were afraid of that. The other thing is you want to have a andere Sache ist, du möchtest eine positive PR-Kampagne haben, und zwar bevor irgendwas Negatives passiert. Also zum Beispiel, wenn du bist wie Tor und dann ist plötzlich Kinderpornografie mit deinem Service assoziiert, dann hast du eigentlich verloren. Egal wie gut du bist, du musst vorher schon sicher machen, dass du gute Stories da draußen hast und du wirst Leuten helfen, schrecklichen Situationen zu entfliehen und so weiter. Und dann pickst du dir da, dann nimmst du da ein paar Fälle raus und dann hilfst du denen und dann hilfst du deinen Open-Source-Projekten, dann hilfst du irgendwelchen Leuten in Ländern, die überwacht werden und so weiter. Und das sind also sehr relativ offensichtliche Sachen. Und eine Sache, die auch noch sehr, sehr hilfreich ist, ist praktisch, du suchst dir einen Gegner, der sehr, sehr deutlich definiert ist, und dann kannst du da kannst du praktisch dann der Gegenspieler sein, der weiße Ritter und so weiter. Niemand interessiert sich zum Beispiel für Glücksspiele, aber unser Hauptgegner waren Glücksspiele, und dadurch haben wir den gewählt, weil eben viele Leute den nicht hassen, also und nur die USA eben, aber die Briten zum Beispiel, denen war das total egal, aber wir haben uns super dagegen profilieren können. Also such dir einen aus. Also das Geschäftsmodell. Es gibt eine offene Frage bezüglich zum Geschäftsmodell. Man muss halt das Geschäftsmodell klar definiert haben, bevor man loslegt. Also man muss halt versuchen, die Kosten gering zu halten. Die interessanten Kunden können meistens nicht so viel bezahlen. Und versucht daher die interessanten Kunden möglichst früh zu kriegen, auch wenn sie wenig Geld bringen. Das Nicht-Intuitive ist halt, ein System zu bauen, was wirklich sehr gut funktioniert für einen einzigen Einsatzzweck, wie einen sicheren Remailer. Und zum Beispiel das Tor-Projekt hat wesentlich härtere Probleme, die es bewältigen muss, weil es viel flexibler und allgemeiner ist. And then solve something und versuch etwas zu lösen, was auch finanziell durchaus abwägbar ist. Also entweder nicht viel Geld ausgeben oder gib viel Geld aus, aber dann muss der Gewinn auch tatsächlich groß sein. Wenn man jetzt viel Geld machen würde, indem man halt E-Mail anbieten würde, und dann ist das Hosting natürlich nicht so teuer. Oder man kann auch ein P2P-Model, also So, sinnvolle Technologien gibt es da draußen. Die gibt es jetzt, und die gab es in den späten 90ern eben nicht. Tor, ganz, ganz hilfreich, eines der hilfreichsten Tools überhaupt. Dann schwere Clients. Also in den 2000ern gab es fast nur Webklienten und Websoftware, und niemand wollte lokal Software laufen lassen, und JavaScript, hatten wir gedacht, reicht auf jeden Fall. Und zwei Sachen haben das getötet, nämlich zum einen Ajax und JavaScript-Zeug, und wenn man einen relativ schweren Client im Browser machen kann, und noch besser, es gibt Handys, und da kann man wirklich gute mobile Applications machen. Und jetzt können wir eine Application haben, die lokalen Status haben, und das ist super. Du kannst auch neue Protokolle machen, wie zum Beispiel BitTorrent. Du kannst damit viel besser Zensur umgehen, wie zum Beispiel BitTorrent. Und dann kannst du noch eben nachrichtenbasierten anstatt verbindungsorientierten Technologien machen. Und wenn deine Application nachrichtenbasiert ist, dann kannst du die einfach rumschieben und über dreimal Dreiecken rumschieben, anstatt eine Verbindung aufzumachen. Das ist super. Und es gibt allerdings noch eine Technologien, die fehlen. Wir haben immer noch das Problem, dass elektronisches anonymes Geld noch nicht gängig, also noch nicht da ist. Zerocoin könnte helfen, aber Bitcoin ist noch nicht gut genug. Ich bin immer noch ich vertraue immer noch auf, oder, okay, das habe ich nicht verstanden. Und wir sollten das anonyme Remailer-Netzwerk wiederbeleben. Und wir haben leider kein Remailer-Netzwerk, wie es das so gut war wie 2003. Wir sollten halt bis zu diesem Level wiederkommen. Und wir sollten halt beim Cloud Computing es ist wichtig, dass wo der Admin halt nicht die Daten manipulieren kann.
especially in an offshore environment. Und natürlich sichere Clients müssen sichergestellt sein. Also, denn je, es ist ja egal, wenn der Server sicher ist, wenn ein Angreifer schafft, die Clients zu kompromittieren, dann hat man auch verloren. So, hier sind noch einige URLs, die werden natürlich auch im Internet sein. Da ist natürlich einiges, viele Artikel, einige interessante juristische Analysen und so weiter. Also, Datenhäfen gab es schon lang, in Konzept und Umsetzung gab es wahrscheinlich schon in den 60ern und 70ern einige Sachen. Und generell waren die Ergebnisse eher so gemischt. Einige Fragen, wenn jemand Fragen hat, wir haben noch ungefähr 15 Minuten. So, any questions, anyone? Also Fragen irgendwer? Okay. Ja. Question from the internet. In his opinion, does a bit louder, please. Does the unwanted attention, drugs politics, and poorly supervised business and data redundancy models like Cyberbunker outweigh the benefits of a data haven? Ist die Aufmerksamkeit, die man erweckt mit solchen Projekten, wirklich, ist das okay? Oder ist das nicht so risikobehaftet, sowas zu machen? Ich glaube, der Bedarf an Datenhäfen im 1999 war sehr, sehr klar und deutlich, weil die Gesetze viele Sachen, die legitim und richtig waren, nicht erlaubt haben. 10. September 2000 hätte ich wahrscheinlich die Frage andersrum beantwortet, dass die Gesetze ziemlich gut sind und deswegen brauchen wir die nicht. Aber der Patriot Act und UKIP im Vereinigten Königreich haben das wieder geändert. Das heißt, wir haben einige Gegenstimmen, die gegen den Missbrauch sprechen, und tatsächlich ist es meiner Ansicht nach so, dass die freie Meinungsäußerung definitiv so in Gefahr, dass möglicherweise in der Zukunft definitiv wir die Datenhäfen brauchen würden. Wir sollten in Zukunft auf Reduktion von Latenz steuern, und dann können wir das möglicherweise schaffen. Bitte, wenn ihr den Raum verlasst, dann seid bitte leise und nehmt euren Müll mit. On a scale from 1 to 10, auf einer Skala von 1 bis 10, ecosystem around the, you know, Bitcoin and coin, wie viel Bullshit ist im System Bitcoin und Bitcoin Blockchain Technologie jetzt und auch in der Startup Welt im Allgemeinen? Das ist eine gute Frage. 10 ist das meiste Bullshit. Also ich glaube, es ist einiges an Wert in einigen der Startups und in Bitcoin selbst. Bitcoin ist eine gute Lösung, eine super Lösung für verteilte Systeme oder Probleme verteilter Systeme, die schon weit verbreitet sind. Bitcoin als Währung macht mich jetzt nicht so heiß. Ich habe selbst 3 Bitcoin mir erwirtschaftet, oder ich besitze 3 Bitcoin, aber Ich glaube jetzt nicht, dass das endgültige System, und ich glaube nicht, dass das Bitcoin, so wie es jetzt existiert, so weiter bestehen kann, wie es kann. Aber eine Form elektronischen anonymes Bezahlens sollte auf jeden Fall bestehen bleiben. Es könnte Bitcoin sein, es könnte Blockchain sein. Es gibt einige Hightech-Startups, vor allem in Silicon Valley, wo jeder denkt, er könnte es noch besser machen. Aber es gibt einiges an Wert. Wobei, schau dir die großen Firmen an und den Wert, den sie haben, und es scheint fast so, als hätten sie alle Innovationen an die Startups ausgesourced. Und möglicherweise ist das, wie das Geschäft einfach funktioniert, aber es gibt viel Gutes und viel Schlechtes, also wir wissen es einfach nicht. Have you considered the benefits of distributing a decentralized config setup just like the Pirate Bay did? Habt ihr über dezentralisierte Server-Setups nachgedacht, wie bei der Pirate Bay? Weil ich denke, das ist halt mächtige Staaten wie die Vereinigten Staaten würden halt einfach Sealand bombardieren, wenn sie wirklich wollten. Absolut. Der Schutz, den man von einem physischen Ort kriegen kann, ist einfach nur davon abhängig, wie wütend man die Leute macht, solange bis sie einen bombardieren.
wenn man was hostet, was, das habe ich gerade nicht verstanden, dann ist es auf jeden Fall das nicht wert. Es gibt viele Vorteile für Hosten in einem Land A und dann gibt es noch die guten Vorteile von Hosten in Land B und dann kannst du praktisch die überschneiden. Und es gibt praktisch, wir hatten einen Kunden, der praktisch auf Porno-Bilder wetten ließ. Und wir hatten keine Länder gefunden, die praktisch Wetten und Porno legal hatten. Und es gab praktisch dann, du würdest dann praktisch darauf wetten, welches der sechs Soft-Porn-Bilder die besten waren. Und der tatsächlich richtig gewettet hatte, der hatte dann eben gewonnen. Und wir hatten praktisch keine Jurisdiktion gefunden, in der sowohl die Pornos als auch das Wetten legal war. Aber dafür hätte uns niemand bombardiert. Die Leute von WikiLeaks, ich glaube, wenn die US-Regierung leise, ohne Aufmerksamkeit die Beteiligten von WikiLeaks töten könnte, dann hätten sie es gemacht. Das heißt, das Einzige, was WikiLeaks zum Erfolg geführt hat, war die Verteilung und die Öffentlichkeitswirksamkeit von WikiLeaks. Das wäre die einzige Möglichkeit. Oder halt eben einen Gegenstaat zu finden, wie zum Beispiel eben nach Russland zu fliehen. Aber ein kleineres Land hätten die USA definitiv deutlich stärker unter Druck gesetzt. Und das ist also eine total verrückte geopolitische Sache. Die Sache, die mich in Krypto interessiert gemacht hat, als ich 11 oder 12 war, war das Wissen, dass ich in einem Vororthaus gelebt habe. Und da konnte ich was machen und das niemand mehr aufheben konnte. Und die Rechenkraft meines Rechners war so, dass selbst wenn du alle Rechenkraft der gesamten Erde hättest, dass du meine Verschlüsselung nicht hättest entschlüsseln werden könntest. Und das ist ein tolles Konzept. Und wenn du das für dich benutzen könntest, dann hast du echt viel Macht. It seems like in a way Toyota and Services has achieved some of what you intended to. Es scheint auch so, dass die Tor Hidden Services einige von den Dingen, die du erreichen wolltest, geschafft haben. Und, also Tor Hidden Services ist ein großartiges System in den Sicherheitsparametern des Tor-Netzwerks. Also wenn du eine gefährlich genug Anwendung hast, die auf Tor gehostet ist, dann gefährdest du damit das gesamte Tor-Netzwerk, weil Tor ist nicht dafür geeignet, einen globalen Gegner, der wirklich, wirklich die Inhalte hast, entgegenzustehen, weil die werden dann auch die Pakete manipulieren. Also ich glaube nicht, dass du einen langlaufenden Tor-Dienst laufen lassen könntest mit etwas, was praktisch das US-Regierung definitiv besiegen wollte. Also zum Beispiel, wenn der Ort von Osama bin Laden in Tor gespeichert gewesen würde, dann wäre Tor gefallen. Das heißt, das ist ein Teil des Systems, aber auch ein Teil der Ausbreitung von Tor. Es gibt wahrscheinlich Systeme, die man mit machbaren Ressourcen bauen kann. Aber die Systeme, die man am einfachsten bauen könnte, sind wahrscheinlich nachrichtenbasierende Systeme. Also zum Beispiel, Tim hat diese großartige Sache gemacht namens Blacknet in den 90ern. Da hast du anonyme Nachrichten an Remailer geschickt und dann hat das eine Woche gewartet und dann dort über eine andere anonyme Verbindung wieder dir eine Nachricht zurückgeschickt. Und das ist sehr viel sinnvoller und sehr viel sicherer als diese verbundenen Systeme. Mit verbundenen Systemen kannst du so verrückte Sachen machen, wie wenn du glaubst, dass jemand wenn du jetzt einfach von 10.000 Leuten 10 raussuchen kannst anhand deiner Travel Patterns, also rausfinden kannst, dass einer von 10 davon ist, dann nimmst du einfach alle 10 fest und dann schaust du, ob dann das System immer noch funktioniert, ob es zusammenfasst und damit kannst du sie besiegen. Aber es ist die praktischste Sache, die wir gerade haben. Eine Frage aus dem Internet. Could an established multinational company theoretically build a data haven within itself currently? Könnte theoretisch eine große Firma heutzutage einen Datenhafen erschaffen? Also multinationale Firmen haben oft einen Datenhafen oder was ähnliches wie einen Datenhafen in sich sind. Ich habe da viel Forschung betrieben in den letzten zwei Jahrzehnten und es stellt sich raus, dass wenn du eine etablierte Industrie bist und du musst einfach irgendwelche Firmenwerte erreichen oder irgendwelche Firmengesetze erreichen und dann wirst du exakt diese Regulationen erfüllen, aber nicht mehr. Und deswegen und zum Beispiel Firmen, die reguliert sind, so dass praktisch dass sie diese Sicherheit wirklich brauchen, haben tatsächlich oft gute Sicherheit. Zum Beispiel Pharmafirmen oder auch Daytrader. Das heißt, es gibt Organisationen, die relativ gut
ihre Daten sichern. Es gibt meistens dann statische Daten, das heißt, es sind keine Transaktionen, die da durchgeführt werden. Das heißt, es ist ein sehr viel einfacheres Modell. Das heißt, du musst dich nicht um Zensur oder Denial-of-Service-Angriffe kümmern. Du musst nur die Integrität der Daten und die Operation aufrechterhalten. Aber das heißt, Firmen können tatsächlich sehr sichere Systeme aufbauen. Okay. Okay. Eine Frage hier. To watch out for in the future? Ist da irgendein System, was man im Blick behalten sollte? Zuko arbeitet an Zero Coin oder Zero Cash und das ist ganz interessant. Und das macht mich, das erfreut mich, da bin ich am aufgeregtesten darüber gerade momentan. Ja, das ist definitiv das aufregendste System gerade. Es gibt Tor, das ist, die entwickeln sich gut weiter. Sie sind auf einer Parabelbahn, wo man nicht hin, also die sie nicht zu einem Datenhafen bringen wird, außer sie ändern sich jetzt ganz dramatisch. Also es muss schon irgendeine Verbesserung und eine Änderung geben und einige Änderungen kommen mit auch legitimen Anwendungen des Netzwerks dann. Also wenn schreckliche Regierungen in den US oder in Europa an die Macht kommen, dann sind Datenhäfen wichtiger und dann kriegen wir auch wichtige und gute Datenhäfen. Aber wir leben aber in einer Welt, in der praktisch viele Menschen auch gerade von Regierungen entführt werden und das heißt, möglicherweise funktioniert das auch nicht. Also das ist ein Paradoxon, wo wir sagen, okay, wenn wir es wirklich nicht brauchen, warum sollten dann die Leute daran arbeiten? Und deswegen arbeiten die Leute eher an schnelleren Verbindungen als an sicheren Verbindungen. Okay, eine letzte Frage. Is there a data haven do it yourself how to online? If not, gibt es ein how to online, wie man selber einen data haven erschaffen kann? Oder gibt es da auch eine fertige Software? Ja. Es gibt kein gutes Dokument dafür. Ich arbeite, also ich habe ein paar Schränke voll Platz gekauft und ich arbeite an einem Dokument über Best Practices oder beste Arten, gut einen Datenhafen zu hosten. Aber solange wir keine Virtualisationsplattform kriegen, die Remote Attestation kann. Also es gibt, ich arbeite ja bei Cloudflare und wir arbeiten auch an Krypto, Cloud Computing und du kannst dann auch von zu Hause überprüfen, ob dein Container immer noch sicher und uneingebrochen ist und das wollte aber leider keiner haben und es gibt Facebook, die ja daran auch arbeiten, aber interessiert auch irgendwie keinen und solange wir keine bessere Hardware haben, werden wir definitiv nicht die Virtualisierungsplattform bauen können, die sicher genug für diese Art von Sache ist und deswegen deswegen können wir momentan das nicht wirklich durchführen und solange, also weil die einzelne Hardware pro Kunde definitiv zu teuer ist. Okay, für alle anderen, nehmt bitte euren Müll mit und wir fangen jetzt in 15 Minuten weiter mit Memory Corruption an. Vielen Dank. So, danke fürs Zuhören. Ihr habt bei dem Vortrag, jetzt muss ich selber kurz nachgucken, wie er eigentlich hieß, Datenhäfen zugehört. Dieser Vortrag wurde von Daniel und Jörn übersetzt. Wenn ihr Feedback habt, bitte auf @c